Bitte die Exponate nicht berühren. Willkommen in der Welt der Räder, die uns bewegen. Hinter diesen Türen warten besonders wertvolle Sammlerstücke mit Rädern auf ihre Entdeckung. Wir bitten Sie, die Exponate nicht zu berühren. Der PS-Speicher ist kein Museum im althergebrachten Sinne. Es ist vielmehr ein Ort des Erlebens. Im umgebauten Einbecker-Kornspeicher wird auf 6500 Quadratmetern Motorgeschichte gezeigt. Dazu ist es uns wichtig, dass die Fahrzeuge nicht hinter Absperrung verborgen bleiben, also nicht hinter Kordeln oder hinter Glas, sondern sie sollen für den Besucher frei zugänglich sein. Das ist ganz wichtig, damit man ein Gespür dafür bekommt, damit man das wirklich mit allen Sinnen auch empfinden kann. Das Spezielle und Besondere an unserem Sicherheitskonzept ist, dass wir allein durch die Größe des Gebäudes eine personelle Überwachung nicht umsetzen können, weil es viel zu kostenintensiv wäre. Wir mussten deshalb eben ein System finden, was das ganze Gebäude im Grunde im Blick behält und zusätzlich die besonders wertvollen Exponate vor Diebstahl, Vandalismus oder dem einfachen Berühren schützt. Um ein solches System zu finden, haben wir uns dann mit den Planern der Firma KBI, dem Ingenieurbüro aus Göttingen, zusammengetan. Im Rahmen der Erprobung in Kassel haben wir nicht nur verschiedene Kameras und verschiedene Kameratechniken ausprobiert, sondern auch verschiedene Software-Releases und Softwarehersteller getestet, sind relativ schnell bei iMetis gelandet. Und nach relativ kurzer Zeit war eigentlich klar, dass das Konzept ist, was wir im PS-Speicher weiter verfolgen wollen. Zusammen mit den Kameras von Axis ergibt das eine Gesamtlösung, die pro Exponat fast unschlagbar ist. Ein Besucher, der sich einem Exponat nähert, kann das erstmal sehr dicht tun und kann auch sehr viel direkt aus ganz kurzer Nähe betrachten. Sobald er aber das Exponat selber berührt, bitte die Exponate nicht berühren, wird er von der Software vollautomatisch erkannt. Die Erkennung lässt beim Wachdienst ein Fenster aufploppen und zeigt, hier passiert gerade etwas. Gleichzeitig passiert aber am Exponat Folgendes: Über einen Relaiskontakt in der Kamera wird ein kleines Soundmodul betätigt, das einen Ton abspielt. Der Wachmann kann das in seinem Wachbüro weiter verfolgen, kann sich überlegen, gehe ich dorthin, ist es ein Wiederholungstäter, hatte ich den heute schon dreimal, muss ich da mal was sagen oder lasse ich den einfach weiterlaufen. PSAT. Guck mal, den Zylinder, siehst du den Zylinder da hinten? Den da? Genau, den kleinen. Bitte die Exponate nicht berühren. Ja, die besondere Herausforderung war, die Vorideen vom Planungsbüro KBI und Herrn Weber vom PS-Speicher aufzunehmen, den Gedanken zu verfolgen, Exponate offen darzustellen, ohne sie in einen besonderen Käfig einzusperren. In diesem Zusammenhang haben wir eine kompakte Box entwickelt, wo Schaltelektronik, die Axis-Kamera und ein Lautsprechermodul integriert waren. Und das Besondere ist das Zusammenspiel mit der Video-Management-Software von iMetis, der Symphony, wo wir die Analysefunktion besonders nutzen. Hier sehen Sie eine Beispielinstallation zur Überwachung dieses Motorrades. Oberhalb des Motorrades sehen Sie die installierte Überwachungseinheit. Sie ist montiert an einer Stromschiene. Die integrierte Axis-Kamera legt in Zusammenarbeit mit der iMetis Videosoftware ein Netz über das Exponat, und sobald sich ein Objekt, eine Hand in diese Maske hineinbewegt, entsteht ein Alarm. Bitte die Exponate nicht berühren. Dadurch entsteht ein gewisser Respekt, und wir haben sichergestellt, dass diese Geräte oder diese Objekte auf jeden Fall nicht mehr angefasst werden. Der aktuelle Status ist, dass selbst nach 1,5 Jahren Betrieb und mehr als 100.000 Besucher noch kein Fall von Beschädigung oder Diebstahl festgestellt werden konnte. Die meisten Alarme lösen Besucher dabei aus, die aus reiner Neugier oder Begeisterung den Exponaten zu nahe kommen. Dabei wird der Alarm selber meistens sehr humorvoll aufgenommen. Man kann sagen, dass die Sicherheitslösung so gesehen ein voller Erfolg war.